Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist jetzt der NEOS-Nationalratsabgeordnete Helmut Brandstätter. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Fellner. Herr Brandstätter, Sie sind heute nicht nur als Abgeordneter da, sondern auch als Medienexperte. Wir haben gerade im Vorgespräch auch noch einmal ein bisschen Revue passieren lassen. Sie waren im ORF tätig, Sie waren in privaten Medien tätig, nämlich sowohl im Fernsehen als auch im Print. Sie waren in Deutschland, Sie waren in Österreich und jetzt sind Sie in der Politik. Also Sie haben eigentlich alles durch, was sozusagen... In meinem kurzen Leben, nicht? Ist das alles möglich gewesen? ...dazugehört. Kommen wir gleich zum ORF-Gesetz, das ja für viel Kritik sorgt, muss man sagen, quer durch die Bank, von den privaten Medien über die Oppositionsparteien. Wie beurteilen Sie denn dieses ORF-Gesetz? Was passt da Ihrer Meinung nach nicht und was müsste man anders machen? Also wenn man schon wirklich ein bisschen zurückblickt in der Geschichte, und das muss ich immer betonen, die einzige Bundesregierung, die wirklich einen unabhängigen ORF geschafft hat, war komischerweise eine Alleinregierung der ÖVP, das war Josef Klaus. Natürlich unter dem Druck der damals sehr starken Zeitungen mit Hugo Portisch und anderen, 1964 das Rundfunk-Volksbegehren, dann gab es im 1967 einen unabhängigen Rundfunk mit dem Generalintendanten Gerd Bacher. Und eine der Geschichten, die heute ja niemand mehr glaubt, ist, also der Gerd Bacher, der ein wirklicher Konservativer war, sehr, sehr konservativ, habe viel mit ihm dann auch zu tun gehabt und auch viel diskutiert mit ihm, also richtig konservativ, hat dann einen Chefredakteur geholt, nämlich den Franz Kreuzer, den ehemaligen Chefredakteur der Sozialistischen Arbeiterzeitung, woraufhin der Bundeskanzler Klaus, ÖVP, angerufen und gesagt, wie können Sie mir das antun, jetzt haben Sie einen unabhängigen ORF und dann nehmen Sie einen Sozialisten als Chefredakteur, und die Antwort des Gerd Bacher war, ich habe ihn genommen, weil er der Beste ist. Und das Interessante ist, der Josef Klaus, Bundeskanzler, hat das akzeptiert. Und das ist für mich der Unterschied zu allen seither. Und ich muss sagen, auch leider Bruno Kreisky, der ja dann sein eigenes Rundfunkgesetz gemacht hat. Seither hat die Politik nicht mehr akzeptiert, dass die Medien selbst, also der Generaldirektor, Generalintendant, dass die Führung sagt, wer sind die richtigen Journalistinnen und Journalisten, um das zu machen, sondern die wollen sich einmischen bei der Personalbesetzung, sie wollen sich einmischen bei der Struktur und sie wollen sich einmischen bei den Inhalten. Und das wissen wir, immer wenn eine Ausschreibung im ORF ist, weiß man vorher schon, wer es wird, nämlich wer halt gerade von welcher Politik und welcher Partei das gemacht hat. Und vielleicht letzter Punkt zu diesem Kapitel. Dann hatten wir natürlich in diesem und in anderen Bereichen auch noch gewisse Hoffnungen, was die Grünen betrifft. Und dann sind die Grünen in der Regierung und was tut Gott? Er lässt sie genauso weiter fuhrwerken wie alle anderen. Weil das, was ja, normalerweise sagt man ja, politische Parteien, da gibt es ja keine Freunde, nicht? Aber es gibt komischerweise Freundeskreise im ORF von den politischen Parteien, die nichts anderes machen, als das umzusetzen, was der Parteisekretär sagt. Und das machen die Grünen jetzt genauso. Das heißt, auch dort wird jetzt nach Fraktion abgestimmt und nicht so, dass man sich überlegt, nach einer Ausschreibung, wer ist die oder der Richtige, muss ich sagen, mit Ausnahme der NEOS. Da gab es eine Ausschreibung und da ist dann mit Anita Zilliner, eine international anerkannte Medienexpertin, die lebt in New York, die unterrichtet, ja, also die weiß alles über Medien, und sie entscheidet dort dann alleine, ohne dass sie sich was sagen lässt, was sie für richtig hält. Das müssten alle Parteien machen. Und wenn sie es nicht machen, und sie machen es eben nicht, brauchen wir ein Rundfunkgesetz, das die, wie ich immer sage, klebrigen Finger der Parteien aus dem ORF rausnimmt. Und dann unterhalten wir uns, wie man finanzieren. Aber sprechen wir vielleicht noch kurz über das Entpolitisieren. Ja. Weil das ist eine Forderung, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Ja. Wahrscheinlich seit der RAWAG. Zumindest nicht länger als ich auf der Welt bin. Länger als ich auf der Welt bin. Der RAWAG hat es das schon gegeben. Das glaubt ja heute keiner mehr. Also wenn da eine Parlamentsdebatte war, also vor der ORF-Reform, dann war ausgemacht, jede Partei durfte aussuchen, welchen Ausschnitt sie im Fernsehen haben will. Damals haben Männer noch Stecktücher getragen und der Redakteur wusste, wenn sie der an dem Stecktuch zupft oder vielleicht auch so macht, dann beginnt der Ausschnitt, den er im Fernsehen haben will. Das heißt, also so schlimm ist gerade nicht, ja. Aber es war immer so, die wollten immer nur das entscheiden, dass das im Fernsehen gebracht wird. Aber wie könnte man den ORF Ihrer Meinung nach entpolitisieren? Es gibt ja internationale Vorbilder. Eben. Es gibt ja viele öffentlich-rechtliche Sender in anderen Ländern. Manche sind sehr politisch, aber es gibt auch Beispiele, wie eine BBC beispielsweise oder auch in anderen Ländern, wo die Politik viel weniger Zugriff hat. Wie würden Sie, der sowohl im ORF war, als auch bei privaten Medien gearbeitet hat, das gestalten? Wie könnte man das machen? Das Erste wäre wahrscheinlich mal den Stiftungsrat auflösen.
gegen einen unabhängigen Aufsichtsrat. So, und jetzt, wenn wir aber zurückdenken an das alte ORF-Gesetz, wo es also noch Aufsichtsräte gäbe, also vor dem Stiftungsrat, da waren zum Teil die Parteisekretäre dann in diesem Aufsichtsrat drinnen oder in diesem jeweiligen Gremium. Und dort ist es dann wenigstens publik gewesen. Jetzt aber, und das ist das, was die Regierung Schüssel, der Herr Andreas Kohl hat das ja damals entscheidend mitentschieden, was die gemacht haben, sie tun so, als ob unabhängig drinnen wären. Und dann haben sie noch ganz was Fieses gemacht, nämlich, warum ist der Gerd Bacher gegen eine sozialistische Mehrheit immer wieder gewählt worden im ORF? Weil es geheime Abstimmungen gab. Ja, und es glauben ja nicht mehr alle an den lieben Gott, dass der zuschaut, wo man sein Kreuzl macht. Das heißt, da haben dann Leute, die vorher gesagt haben, ich wähle den sowieso, in Wirklichkeit den Gerd Bacher gewählt. Und so hat er auch gegen eine sozialistische Mehrheit in dem Gremium, ist er gewählt worden, mehrfach zum Generalintendanten, weil die Abstimmung geheim war. Das hat der Andreas Kohl, schlauer Fuchs, gewusst und hat öffentliche Abstimmung verlangt. Und die mutigen Österreicherinnen und Österreicher in diesem Gremium, die sagen, na gut, ich stimme jetzt gegen meine Partei. Hat es keinen gegeben bis jetzt. Ja. Ich habe selber mal kandidiert und eine nette Person hat zu mir gesagt, ich hätte sie so gern wählen. Aber ich sage, das dürfen Sie ja machen, weil es ist so schön, was Sie da gesagt haben. Na bitte wählen Sie mich. Nein, die Partei. Ich sage, was? Die Partei hat doch damit gar nichts zu tun. Aber natürlich, das heißt offiziell nicht, aber in Wirklichkeit war es so. BBC-Modell, ja, das heißt, aber dort bestimmt ja auch zum Teil die Regierung, aber es ist offen. Auch in Deutschland sind es ja zum Teil Delegierte der Parteien, aber es muss jedenfalls ein transparentes System sein. Und manchmal überlege ich, ob es nicht sogar ein sogenanntes Random-System sein kann. Das heißt, dass man aus einer, so wie die Geschworenen, aus einer gewissen Gruppe von Menschen einfach Leute aussucht, die dann in dem Gremium sitzen, die, sagen wir, eine entsprechende Vorbildung haben müssen. Weil schlimmer als jetzt kann es eh nicht werden. Ja? Also wenn dort Leute drin sind. Ein bisschen wie ein Publikumsrat. Möglicherweise ein Publikumsrat und jedenfalls öffentliche Sitzungen und geheime Abstimmungen. Mhm. Diese beiden Dinge müssen zusammenkommen, weil öffentliche Abstimmungen führen dazu, dass man das macht, was einem möglicherweise jemand anschaut. Jetzt hat Ihre Clubchefin Beate Meindl-Reisinger, ich gebe das jetzt nicht wortident wieder, aber sinngemäß gesagt, dieses Gesetz, das ist eine Mischung aus Kuba und Ungarn. Ist das nicht ein bisschen sehr polemisch? Ich meine, ich sehe es auch sehr kritisch, aber schießt das nicht über das Ziel hinaus? Man kann mal zuspitzen und das, was in Österreich generell, aber jetzt geht es schon über das Fernsehen hinaus, was in Österreich mit den Medien passiert, geht natürlich Richtung Ungarn. Also lassen wir mal, ich war öfter in Kuba, sehr schöne Insel, da gibt es die Zeitung Granma, also das wollen wir jetzt nicht vergleichen und es gibt natürlich auch Fernsehen. Also gehen wir zu Ungarn. Der wesentliche Unterschied noch in Ungarn ist ja, dass man dort gar nicht mehr so tut, es gäbe unabhängige Medien, sondern Orbán hat das in eine Stiftung zusammengefasst, also auch die Zeitungen. Es gibt noch RTL, ja, als ausländischen ungarischen Sender, aber das ist für mich mehr auch ein Art Feigenblatt. Und sonst aber entscheidend ist das, sind die Medien, wo Orbán eingreifen kann. Und das ist das, was diese Regierung will. Und da sage ich, das geht grundsätzlich und muss leider sagen, schon auf die Zeit von Kurz zurück. Es war schon vorher manchmal schwierig, in Österreich Journalist zu sein. Ja? Aber bei Kurz ist etwas Neues dazugekommen, nämlich die grundsätzliche Einstellung, dass Medien nicht selbstständig berichten sollen, dass sie nicht kommentieren sollen, sondern dass Medien im Prinzip wiedergeben sollen, was sich die Regierung wünscht. Das war ganz neu. Also Medien sollen nicht kontrollieren, sollen dann nicht ihre über Fakten berichten, sondern sollen Regierungswünsche und die Darstellung der Regierung transportieren in Live-Übertragungen von Pressekonferenzen etc. etc. Und das nähert sich jetzt der Richtung Ungarn. Und da ist jetzt ein entscheidender Schritt, wenn dieser ORF einfach mal sagt, da habt ihr das Geld und macht es weiter als Regierungsfunk. Dann sind wir wirklich auf der schiefen Ebene, das hat die Beate sehr schön gezeigt. Und auf dieser schiefen Ebene fallen eben alle Medien runter, außer die, die sich durch Regierungsgelder noch irgendwie halten können. Aber Sie haben jetzt gesagt, reden wir über die Finanzierung, nachdem der ORF entpolitisiert ist. Muss man nicht trotzdem jetzt auch über die Finanzierung sprechen? Weil wenn ein ORF 710 Millionen Euro aus einer Haushaltsabgabe bekommt, dazu noch einmal rund 100 Millionen, die er jetzt die nächsten drei Jahre noch zusätzlich bekommt, als Belohnung dafür, dass er nicht spart, im weitesten Sinne, und alle anderen privaten Medien zusammen, Fernsehen, Radio und Print, nicht einmal ein Zehntel davon an Förderung bekommen. Wie soll sich das ausgehen?
Natürlich geht sich das nicht aus, aber das beginnt schon mal erstens damit, dass diese Landesabgaben absurd sind. Ja, also warum soll man, wenn man, egal wie man den ORF finanziert, dann noch irgendwas für die Landeshauptleute anhängen und ihnen dafür, dass sie Geld kriegen, auch noch das Recht geben, dass sie bei der Bestellung der Führungsfunktionen in ihren Ländern mitreden. Das muss ich einmal aufhören. Das ist Punkt 1. Punkt 2, dass man sich generell anschauen muss, wie werden die österreichischen Medien finanziert. Und da kann man natürlich schon sofort etwas machen, aber da bin ich immer der Meinung, dass das mit den Inseraten sich aufhören muss, in dieser Form. Aber warum? Weil das ja auch wieder nur nach Gutwill der Politik ist. Während wenn man umgekehrt, und da kann man sich in der Schweiz etwas anschauen, wenn man sagt, wir machen ein Medienförderungssystem, also durchaus auch für Zeitungen, nach regionalen und auch nach inhaltlichen Gesichtspunkten. Also jemand, der nur sich mit einem Thema beschäftigt, nicht, aber wenn umfassend berichtet wird, bis hin zur Medizin, Wissenschaft etc. Und es eine regionale Notwendigkeit gibt, dann gibt es dafür Förderungen. Das heißt, wir brauchen, und auch das übrigens geht viele Jahrzehnte zurück, nämlich in die Ära Kreisky, da hat man Parteienförderung und Medienförderung erfunden und ungefähr in der gleichen Höhe. Die Medienförderung, die offizielle, ist noch immer knapp 10 Millionen. Die Parteienförderung ist, glaube ich, weit über 200 Millionen. Und das ist ja das nächste Ungleichgewicht, dass in den Redaktionen, ich sage immer, in einer gut ausgestatteten innenpolitischen Redaktion einer Zeitung sind heute noch 10 Persönlichkeiten, Personen, die da arbeiten. Gibt es aber nicht mehr viele. Gibt es nicht mehr viele. Oder weniger, sagen wir, 10 oder weniger. Ja. Die Kabinette der Regierung, von Regierungsmitgliedern, sind 50 Leute. Und im Kanzleramt arbeiten, glaube ich, 80 Leute im Bereich der Medien. Das ist ein perverses Missverhältnis, das so wieder das beweist, was ich vorher gesagt habe. Es geht nicht darum, dass Medien Bericht erstatten dürfen, sondern dass die Regierung Selbstdarstellung macht. Und das ist der Weg zu Orbán. Den wünscht sich der Herr Kickl. Aber wenn wir das machen, dann sind wir weit weg von der Demokratie, so wie in Ungarn. Dann werden Abgeordnete verhaftet, wie wir es in Ungarn erlebt haben. Und dann sind wir ganz tief in der Korruption. Weil das, was sich in Ungarn auch abspielt, jetzt kann man sagen, die Österreicher sind da offenbar nicht so empfindlich, wenn sie auf einmal einen Kickl wählen, wo man weiß, dass in Graz ein Korruptionsprozess gegen die FPÖ läuft, wenn man weiß, was in Ibiza gesagt wurde. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, dass die Österreicher da schon empfindlich sein sollten und aufpassen sollten, dass alles, was Richtung Diktatur geht, geht Richtung Korruption. Und das haben wir schon genug in dem Land, brauchen wir nicht noch mehr. Aber was müsste Ihrer Meinung nach für den privaten Medienstandort passieren? Auch da gibt es ja unterschiedliche Ideen. Manche, die sagen, ein Teil der Haushaltsabgabe sollte an die Privaten fließen. Andere sagen, der ORF sollte einfach nicht so viel Förderung kriegen, damit ein fairer Wettbewerb ist. Dann gibt es immer wieder auch die Idee, die Digitalsteuer, nämlich das, was, ich sehe nicht sehr viel, aber die paar Prozent, die Google, Facebook etc. hier versteuern, dass man die über eine digitale Transformationsförderung an die Privatmedien ausschüttet. Also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass da ist Deutschland ein Vorbild, dass die Öffentlich-Rechtlichen dort nach 20 Uhr nicht werben dürfen. Halte ich schon mal für einen... Also Werbeverbot. Also Werbeeinschränkung. In den wichtigen Zeiten. Nach 20 Uhr muss man auch als Öffentlich-Rechtlicher nicht werben. Müsste man sich im Detail anschauen. Das möchte ich jetzt nicht sagen. Das ist einmal schon ein Punkt. Das Zweite ist, das ist ja auch ein geradezu perverser Punkt dieser Mediengesetzgebung, dass im Bundeskanzleramt es Journalistenausbildung geben soll. Also... ich weiß nicht, machen dann die Veganer, tun dann Fleischhauer ausbilden. Das ist ja alles völlig verrückt. Ja? Also, dass man so etwas, und dass die Grünen das durchwinken, und ich weiß nicht, warum sie es tun, weil dort sind ja auch vernünftige Menschen und sagen mir auch unter vier Augen, ja, ich weiß eh, das ist nicht in Ordnung. Warum machen die das? Also, das gehört natürlich ganz, ganz weit weg. Wir brauchen natürlich eine private, also dafür gibt es gibt natürlich Fachhochschulen und andere Einrichtungen. Dort können Journalistinnen und Journalisten ausgebildet, und dann kann ich mir vorstellen, dass es Förderungen gibt für Praktika, ja, das, weil, also meine Erfahrung ist, dass man am Schreibtisch weniger Journalismus lernt als draußen in der weiten Welt als Reporterin oder Reporter, und dass das natürlich wesentlich wäre, wesentlicher Punkt übrigens, Auslandsberichterstattung ist etwas, was ich fördern würde, weil Österreich ohnehin manchmal sich selbst genügt, und da wäre es nicht schlecht, wenn wir ein bisschen schauen, was anderswo los ist. Brüssel, ja, also EU-Berichterstattung. Wir sind ein wissenschaftsskeptisches Land zumindest, Wissenschaftsberichterstattung. Das habe ich alles mit einigen Bundeskanzlern übrigens durchdiskutiert noch, als ich noch beim Kurier war und vorher schon, dass man wirklich, dass es Vorbilder gibt, wie man eine Medienförderung machen kann.
Und auch als Liberaler sage ich, in einem kleinen deutschsprachigen Land muss es Ideen für Förderung geben, weil wir eben nicht einfach nur von deutschen Medien leben wollen. Weiterer Kritikpunkt ist von vielen privaten Medien und Verlegern, dass der ORF gerade online ein sehr breites Angebot hat. Jetzt ist das so ein bisschen eingeschränkt worden, fairerweise muss man sagen, eher homöopathisch. Das Argument, das da immer wieder gebracht wird, ist, die privaten Medien können de facto keine Paywalls, also keine Abo-Modelle entwickeln, wenn der größte Online-Player sein Angebot gratis zur Verfügung stellt. Sehen Sie das auch so oder sind Sie, gibt ja auch andere, die sagen, naja, wenn der ORF das nicht anbietet, wird es dadurch nicht mehr Abos für die kleine Zeitung, die Oberösterreichischen Nachrichten oder den Kurier geben? Also erstens, glaube ich an Konkurrenz. Konkurrenz ist gut und belebt das Geschäft auch im Bereich der Medien. Zweitens ist es aber nur ein Modell, das ist nur mein persönliches, ja, das ich mir aber vor einiger Zeit schon überlegt habe, auch schon im Zusammenhang mit der GIS und mit der digitalen Berichterstattung des ORF. Natürlich könnte man theoretisch sagen, wenn man die Haushaltsabgabe als Finanzierung nimmt, man reduziert sie und damit sozusagen jeder Haushalt oder jede Person Geld hat und macht dann aber auch ORF.at kostenpflichtig. Ja? Könnte man sagen, das kostet dann 5 Euro im Monat. Das kann ich aber dann, könnte ich dann auch woanders machen. Das wäre dann die subjektive Entscheidung der einzelnen Personen, wo gebe ich mein Geld digital hin. Ist aber auch wieder nur eine Möglichkeit, aber ich würde mir wirklich gerne eine ernsthafte Diskussion über den ORF als unabhängiges Medium wünschen und auch über die Inhalte, weil da sind wir ja nicht nur bei den digitalen Inhalten, also gut, Fernsehen ist inzwischen auch digital, sondern auch eben bei der Fernsehberichterstattung, was soll der ORF unbedingt machen und was muss er nicht unbedingt machen. Und natürlich ist das Abspielen amerikanischer Serien kein öffentlich-rechtlicher Auftrag. Im alten ORF-Gesetz stand drin, dass zumindest in einem Programm Qualität sein muss. Jetzt frage ich mir, öffentlich-rechtlicher, der nur in einem Programm, warum steht nicht drin, das muss ich beiden Programmen Qualität gesendet werden. Das ist ein wesentlicher Punkt. Muss nicht dieser öffentlich-rechtliche Auftrag auch mal definiert neu werden. Definiert so werden? Weil so wie Sie sagen, acht Stunden Wiederholungen von US-Serien, Ö3, das sich eigentlich vom Programm kaum von Privatsendern unterscheidet. ORF.at haben wir gerade darüber geredet. Auch die Frage, inwiefern unterscheidet sich das von privaten Websites. Ist das wirklich öffentlich-rechtlicher Auftrag oder ist es nicht das, was ein ORF3 beispielsweise tut? Eben, also deswegen die Diskussion darüber, wie viele Sender braucht es und was heißt öffentlich-rechtlich. Also ich habe früher schon manchmal als Kritik gesagt, das können die manche ja gar nicht mehr buchstabieren im ORF, was öffentlich-rechtlich heißt. Und da komme ich aber jetzt wieder zurück zum Anfang zu Gerd Bacher, der hat das sehr wohl definiert. Und für ihn war, und das war ja auch eine der Chance von mir und vielen anderen jungen Leuten, er hat die Auslandsberichterstattung massiv erweitert. Er hat gesagt, das ist ein ganz wesentlicher öffentlich-rechtlicher Punkt. Kulturberichterstattung. Es ist nicht so, dass die Leute nicht Kultur sehen wollen. Wenn es richtig aufbereitet ist, wissen wir, dass auch Operetten angesehen werden. Die Finanzierung österreichischer Film. Wir haben großartige Schauspielerinnen, Schauspieler, Leute in der Regie, die etwas können. Also gerade die Förderung von österreichischen Programmen, gemeinsam aber auch mit anderen Ländern europäisch, Europa darstellen. Europa ist faszinierend. Ich habe damals noch im ORF ein Europa-Magazin gehabt. Ich habe nicht das Gefühl, also obwohl ich schätze die Berichterstattung aus Brüssel, die ich im ORF höre und sehe, aber die Vielfalt Europas, die ich kenne, weil ich viel gereist bin, sehe ich im ORF in der Form nicht abgebildet. Und das heißt nicht immer Dokumentation, könnte man auch spielerisch machen. Diese Diskussionen sollten wir führen, dann würden wir zu dem Punkt kommen, was macht der Öffentlich-Rechtliche? Und da bleibt aber genug für die privaten Sender. Abschließend noch, wie schätzen Sie denn eigentlich die Zukunft des Medienstandorts und insbesondere der privaten Medien in Österreich ein? Wie viele der Titel, die derzeit erscheinen, werden Ihrer Meinung nach in 10 Jahren noch erscheinen? Also die Frage ist, inwieweit Tageszeitungen sind. Im Spiegel dieser Woche ist ein Bericht über Thüringen, glaube ich, wo also die Funke-Gruppe in einem Bereich Tablets verschenkt und sagt, also wir liefern nicht mehr jeden Tag die Zeitung, es gibt Tablets. Wir wissen umgekehrt, dass unsere regionalen Tageszeitungen sehr stark sind, ob das Vorarlberg ist, ob das Steiermark ist, also jedenfalls in Niederösterreich, im Burgenland ist ein bisschen anders, aber in den anderen
anderen Ländern sehr starke regionale Titel. Ich glaube, es ist ganz sicher, dass die überleben werden, auch als Zeitung auch überleben. In Papierform? Ich glaube, auch in Papierform überleben werden. Aber es wird schon an den Redaktionen, an den Verantwortlichen liegen, die Menschen mehr ins digitale Zeitalter zu begleiten. Und da haben wir noch gar nicht geredet von der Frage der künstlichen Intelligenz, nämlich das, was ich gedruckt sehe, wird vielleicht sogar eine größere Glaubwürdigkeit bekommen, als wenn ich weiß, dass manche Dinge, auch Fotos, wie wir inzwischen wissen, möglicherweise gefälscht sind. Kann man natürlich auch gefälscht drucken, ist mir schon klar. Da ist wieder dann die Chance des Digitalen, dass es Systeme geben wird, wie man auch relativ leicht ein Foto überprüfen kann, ist das gefälscht oder nicht. Also mit gut eingesetzter künstlicher Intelligenz wird man überprüfen können, ob einem die künstliche Intelligenz gerade was Falsches vorspielt. Da sind wir im Bereich Bildung. Da werden wir alle deutlich dazulernen müssen. Und letztlich ist die Frage der Usability. Was möchte ich persönlich? Und viele Leute wollen in der Früh eine Zeitung haben, oder ich war gerade im Kaffeehaus, lesen sie auch eine Zeitung. Es wird vielleicht eine Frage des Preises dann sein, aber schon ein Bemühen der Journalistinnen und Journalisten, Produkte zu machen, für die ich bereit bin zu zahlen. Und vielleicht, ich will nicht kritisch sein, vielleicht müssen sich der eine oder andere ein bisschen mehr anstrengen. Aber befürchten Sie einen Kahlschlag? Also, dass einfach weniger Marken, weniger Titel überbleiben? Ich glaube nicht. Ich habe kurz mit einer italienischen Kollegin telefoniert und nachgeschaut, wie viel Auflage ihre Zeitung hat, 25.000 Stück, ja, in einem Land mit 50 Millionen Einwohner ist nicht sehr viel. Das heißt, wir sehen die Entwicklung in anderen Ländern. Aber ich glaube, dass doch einige Titel schon auch als Print übrig bleiben werden. Ja. Herr Brandstätter, vielen Dank für den Besuch. Danke, Fehler, danke. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Dann geht es hier gleich weiter. Und dann diskutieren gleich Peter Pelinka und Heimo Leposchitz bei Isabel Daniel. Da geht es natürlich vor allem auch um die Mitglieder. Befragung der SPÖ. Wer wird sich denn da jetzt durchsetzen? Wer ist Favorit? Und rollt Andreas Babler das Feld da gerade von hinten auf? Es geht aber unter anderem auch genau über das Thema, das wir gerade besprochen haben, nämlich das neue ORF-Gesetz. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.